bedanken uns, Herr Glück, für dieses, ja, Sie haben ja fast vieles, oder sagen wir mal so, vieles angesprochen. Vieles steht auch in Ihrem neuen Buch, das gerade herausgekommen ist, Anpacken statt Aussteigen. Das Aussteigen hängt natürlich damit zusammen, dass wir eine enorme Austrittswelle bei den christlichen Kirchen haben, bei der katholischen Kirche, auch bei der evangelischen. Und hängt möglicherweise auch aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir beispielsweise allein in Bayern 3 Bischöfe haben, die rückständiger sind als der Papst. Der Papst ist da viel fortschrittlicher, wenn man daran denkt, was er also beispielsweise gesagt hat so bei den Wiederverheiratungen von Geschiedenen. Und ein Herr Oster aus Passau, der Bischof, der ist also, obwohl er selber mit einer Frau 10 Jahre lang in Regensburg liiert war, ist also der Radikalste, was das betrifft. Also da muss man schon auch mal nachfragen, ob nicht die Bischöfe, die da zuständig sind, mit Schuld sind, dass das Desinteresse an der Kirche oder so. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Vielleicht ist das meine erste Frage mal. Ja, es geht sicher auch ein Aspekt, es geht darüber hinaus. Natürlich sind es die Fragen der Vertrauenskrisen, wie sie über verschiedene Ereignisse in der Vergangenheit waren. Das war das ganz dramatische Thema sexueller Missbrauch, dramatischer Vertrauensverlust. Das war dann innerkirchlich eine heilsame Schockwirkung, weil ohne diese öffentliche Debatte, ohne diese öffentliche Reaktion, hätten es diejenigen, die gesagt haben, jawohl, wir haben ja tiefgreifende Veränderungen notwendig in der Kirche nicht durchgesetzt. So gesehen haben die Krisen ja immer wieder ihre Chancen, ich gehe noch ein Stück weiter. Meine Lebenserfahrung sagt mir, dass in allen Bereichen gilt, wirkliche Veränderung ist erst möglich, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Und der war natürlich doch groß genug. Ansonsten ist der bisherige Erosionsprozess halt einfach so hingenommen worden, beklagt worden mit viel Selbstmitleid. Wir haben in der Kirche viel zu viel Selbstmitleid in all diesen Fragen. Und wenn die Kirche dann erlebt wird, das Gesetz ist wichtiger wie zum Beispiel die menschliche Situation. Die sind doch dafür da, den Menschen zu helfen. Also Jesus hat allen Menschen geholfen und nicht um irgendwelchen dogmatischen... Er hat das Gesetz nicht außer Kraft gesetzt, aber er hat immer als erstes den Menschen gesehen und der Mensch, der Hilfe braucht. Und das ist ja genau, was man bei Papst Franziskus immer wieder erlebt, jetzt neuerdings etwa im Zusammenhang mit dieser Äußerung oder mit dieser Mitteilung im Zusammenhang mit Abtreibung und Freisprechung von schwerer Sünde. Er schildert, wann haben wir schon mal von einem geistlichen Würdenträger das so gehört, er schildert die menschliche Not dieser Frauen. Und diese Erfahrung ist ein Ausgangspunkt. Und sagt, da Gottes Barmherzigkeit grenzenlos ist, ist auch für diese Menschen diese Erfahrung wichtig. Ne? Und andere beginnen halt primär zuerst einmal die Lehre sagt. Ne? Und dann ist kein Zugang zu Menschen mehr. Aber wenn für Menschen das nicht lebensrelevant ist, was die Verkündigung sagt, dann wird es für die Menschen uninteressant, weil der frühere Autoritätsglaube, der Gehorsamsglaube, der mich in der Kindheit und früher Jugend geprägt hat, ist heute kein tragendes Fundament mehr für Glauben und für Verkündigung. Also es ist eröffnet, es kann jeder Fragen stellen oder sich melden. Bitte sehr, gleich die erste. Mit Grüß schon unterwegs. Ja, da habe ich eigentlich gleich 2 Fragen. Und zwar, sicher, es ist aufgefallen, dass der Papst eben gesagt hat mit der Abtreibung, also das auch von einer ganz neuen Perspektive aus betrachtet hat. Aber gleich wurde nachgeschoben, aber nur für das heilige Jahr. Und da habe ich dann auch, gut, ich muss hinzufügen, ich schaue es etwas von außen hin, ich bin evangelisch, aber dass ich gedacht habe, Mensch, schade, warum dann wieder diese Einschränkung? Und das andere ist da auch nochmal zurückzukommen auf den Punkt Barmherzigkeit, den Sie ja auch angesprochen haben, Herr Dressel. Es ist einfach auch immer wieder, wenn man Berichte im Fernsehen sieht, wie die katholische Kirche eben mit den Geistlichen umgeht, die dann heiraten wollen, die in eine Situation bringt, die verlieren alles, die haben nicht mal eine Altersversorgung. Die müssen bei Null anfangen, dann fällt es natürlich wahnsinnig schwierig, da also mit der Barmherzigkeit, also
da das nachzuvollziehen. Gerade gestern war in Gott und die Welt wieder im Fernsehen eben ein Beitrag, da wurde so ein Beispiel gebracht. Das ist natürlich vom Image her auch ein bisschen verheerend. Vielen Dank, Frau Gabi dos Santos. Ich fange gleich mit Letzterem zunächst einmal an. Natürlich gibt es immer wieder Beispiele dieser Art. Es gäbe aber jetzt auch unendlich viele Beispiele, wo gerade in kirchlicher Trägerschaft unter dem Aspekt Barmherzigkeit sehr viel getan wird. Also die Fälle, die natürlich auch zu benennen sind und über die man nachdenken muss, im Einzelnen die Sachverhalte genau anschauen muss, sind etwas, wo man sagen muss, das kann das so glaubwürdig so gemacht werden, wie es zum Teil gemacht wird. Ist nach Diözesen in dem Fall auch deutlich unterschiedlich. Andererseits ist ja so, dass zum Beispiel das Engagement der Kirchen, also da ist evangelisch genauso einzubeziehen, im ganzen Bereich der Diakonie und der Caritas hohes Ansehen haben. Auch im Bildungsengagement zu den Überraschungen zählte nach dem ganzen Schock sexueller Missbrauch, dass die kirchlichen Schulen deswegen nicht weniger Nachfrage hatten, sondern die Nachfrage anhält. Das ist generell momentan. Es gibt sowohl das eine wie das andere, es gibt aber insgesamt gerade im sozialen Bereich ein sehr, sehr starkes kirchliches Engagement, viele engagierte Menschen, worauf ich allerdings auch immer wieder hinweise, damit da nicht eine falsche, sage ich mal, christliche Selbstgefälligkeit kommt. Wir haben in den letzten Jahrzehnten nicht nur einen großen materiellen Fortschritt, einen Fortschritt im Wohlstand aufgrund von Technik und, sondern auch große humane Fortschritte. Und das Auffallende ist für mich, dass einige dieser Entwicklungen, die wir heute selbstverständlich als ganz elementar richtig aus christlichem Geist verstehen, aber nicht aus dem kirchlichen Raum heraus sich entwickelt haben, sondern zum Teil zunächst mit mehr oder minder steigendem Widerstand von Seiten der Kirche. Ich nenne als Beispiel, das ich persönlich ja ganz intensiv miterlebt habe, die ganze Entwicklung der Umweltpolitik, heute Schutz der Schöpfung, ein Standard, ein wichtiges christlicher Aspekt. Dies ist außerhalb des kirchlichen Raums entstanden und als die ersten Theologen begonnen haben, eine Schöpfungstheologie zu entwickeln, war das kirchlich ganz schwierig. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Von wegen, dass jedes Geschöpf, und so wollen wir in der Liturgie seit eher was anderes beten. Wir haben einen unglaublichen, muss man sagen, wenn man da weiß, wie der Standard 1960 war, 60er, 70er Jahre, Fortschritt in dem ganzen Bereich, zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Sowohl im Fachlichen, im Inhaltlichen, in den Angeboten, bis hin zu dem, dass noch nie Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft so akzeptiert waren wie gegenwärtig. Das hat es noch nie gegeben. Alles Dinge, die elementar eigentlich christlichen Geist beinhalten, aber außerhalb zunächst einmal des kirchlichen Raums entstanden sind. Und deswegen setze ich auch geringeren Einfluss der Kirche nicht quasi in der Automatik zur Entchristlichung der Welt. Andererseits wird ohne lebendige Kirchen und Pflege dieser Werte auch diese Werte möglicherweise mit der Zeit immer schwächer werden. Ich nenne als letztes Beispiel, gerade in der jetzigen Aktualität, gebe eine andere, die ganze Entwicklung der Hospizbewegung. Als das vor 25 Jahren so nach Deutschland kam, hieß es im kirchlichen Bereich zum Teil noch, man kann es sich heute gar nicht mehr vorstellen, Hospiz? Hospiz ist nichts Christliches, Leiden ist Gott gewollt. Heute schämt man sich dann eher für solche Formulierungen, aber insgesamt sind die Kirchen natürlich große Träger des Sozialen. Und mir ist es an einem Beispiel aus der jüngeren Zeit nochmal so deutlich geworden, dass hier was ganz spezifisch Christliches ist. Diese Katastrophe in Nepal. Ich habe das immer aufmerksamer deswegen mitverfolgt, weil ich da mal im Trekking war und dann hat man automatisch nochmal eine Sensibilität dazu. Dann ließ ich ein Interview, wo er sagt, ja, wie ist es denn mit der Hilfe aus den umliegenden Ländern? Dann sagen wir, ja, es sind zwei Länder, haben Machtinteressen, China und Indien. Sagt, die östlichen Religionen kennen keine Sozialwerke wie die christlichen Kirchen. Und da wird dann wichtig, was immer zum Beispiel Europa geprägt hat. Und was ganz wesentlich auch mit dem Christlichen verbunden ist. Und das erste war im... Wegen der Abtreibung? Ja, ich habe zunächst auch gestutzt, ich habe das gelesen letzte Woche im Urlaub.
denn warum auf ein Jahr? Übrigens wusste ich auch, erstens wusste ich nicht, zunächst einmal, dass dieser Priester nicht darf. Später habe ich gelesen, dass es in Deutschland schon immer so praktiziert wurde, genau, dass ein Priester das darf. Und also meine Einschätzung ist, dass es auch ein Stück vielleicht kirchenpolitische Klugheit ist. Mhm. Ich meine, der Papst, der so auf Veränderung drängt, hat natürlich gleichzeitig die Aufgabe, die Kirche zusammenzuhalten. Und dies zu verbinden mit dem Jahr der Barmherzigkeit, glaube ich, ist auch für diejenigen, denen es nicht passt, schwer angreifbar. Mhm. Und was nach einem Jahr sein wird, okay, wie heißt das bayerisch, schauen wir mal. Vielen Dank, ich habe jetzt 5 registrierte Wortmeldungen schon, also wir müssen uns ein bisschen, das geht schon. Was Sie gerade gesagt haben, da wundere ich mich natürlich, wie kommt der Papst mit dem Kardinal Müller aus Regensburg zurechte. Aber bitte, das ist was anderes. Das Mikrofon, der Kollege vom Bayerischen Rundfunk hat schon in der Hand, bitte. Herr Glück, ich möchte ein bisschen insistieren, Sie haben die Frage von Ruthard Dresselt ausweichend beantwortet. Die deutschen Bischöfe haben sich ein neues Arbeitsrecht gegeben, oder der Kirche ein neues Arbeitsrecht gegeben, das der gesellschaftlichen Wirklichkeit etwas näher kommt als das frühere Arbeitsrecht. Und es sind ausgerechnet die bayerischen Bischöfe, 3, der aus Eichstätt, aus Regensburg und aus Passau, die dieses Arbeitsrecht nicht nachvollziehen. Sie stellen sich nicht nur gegen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und der übrigen Bischöfe, sondern auch gegen den bayerischen Vorsitzenden der Bayerischen Bischofskonferenz. Passau und Regensburg sind sogar Suffraganbistümer von München. Wie bewerten Sie denn diese Position? Also einmal bitte zum Verständnis, dass ich nicht das Wissen und die Positionen einzelner Bischöfe bewerte. Was im Übrigen auch nur dazu führen wird, ganz unerfahren bin in den öffentlichen Mechanismen auch nicht, dass dominieren wird, ich Glück kritisiert, A, B oder C. Aber solche Uneinigkeit, sagen wir mal, gefährdet natürlich die Glaubwürdigkeit des Gesamtprojekts und kann ja durchaus zu erheblichen Konsequenzen in der Arbeitsgerichtsbarkeit führen. Man hat in der Bischofskonferenz sehr lang um diesen Weg gerungen. Wir, meine ich jetzt die Laienorganisationen, das ZDK, wir sind sehr dankbar für diesen Schritt. Auf Dauer wird man, glaube ich, einen anderen Maßstab finden müssen, nämlich in erster Linie sich die Frage stellen müssen, was muss gegeben sein, damit die Institution, die wir als Kirche tragen, sei es eine Sozialeinrichtung, ein Kindergarten, eine Bildungseinrichtung, ein Krankenhaus, seine Identität bewahrt? Und ist der oder die Mitarbeiterin dafür geeignet, steht sie loyal zu dem, was unsere Wertorientierung als Einrichtung und Institution ist? Und wegkommen von der immer problematischen Bewertung der Lebenssituation des Einzelnen. Darüber gibt es ja auch schon Diskussionen. Es ist in dem Beschluss ja auch beinhaltet, dass es eine Erfahrungszeit von 5 Jahren geben soll. Aber in der Tat ist eben auch diese innerkirchlichen Spannungen in unserer Bischofskonferenz spürbar. Okay, das ist zwar jetzt auch für mich nicht, aber okay, gut. Hans-Jochen Vogel, Herr Dr. Vogel, bitte, Sie haben das Nächste, das Wort. Ich möchte zunächst die Gelegenheit benutzen, um Ihnen, Herr Glück, meinen Respekt zu bekunden für die Stellungnahmen, die Sie immer wieder abgeben zur innerkirchlichen Entwicklung und auch für die Art und Weise, wie Sie Ihr Amt wahrnehmen. Das ist wirklich ein Glück in der gegenwärtigen Situation. Sage ich übrigens auch als Bruder eines Ihrer Vorgänger. Jetzt habe ich eine Bemerkung und bitte um Nachsicht 3 Fragen, aber die werde ich sehr kurz formulieren. Die Bemerkung bezieht sich auf die Frage der Bedeutung des hohen oder niedrigen Prozentsatzes der Kirchenmitgliedschaft. Sie haben jetzt positive Entwicklungen in Zeiten einer sinkenden Kirchenmitgliedschaft genannt. Gelegentlich sollten wir Katholiken, gerade aber auch die Protestanten ebenso, uns daran erinnern, dass die größte Katastrophe in unserer Geschichte, nämlich die Zeit von 33 bis 45,
mit einer Kirchenmitgliedschaft von über 90% und ohne Austrittsbewegung stattgefunden hat. Jetzt die Fragen. Erste Frage, ein Hauptthema ist ja immer wieder, betrifft mich auch selber, die wieder verheirateten Geschiedenen. Da habe ich die Frage, es gibt eine Äußerung vom Benedikt noch als Josef Ratzinger aus dem Jahr 1972. Da hat er gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen sollte auf einem außergerichtlichen Weg auf das Zeugnis des Pfarrers und von Gemeindemitgliedern hin die Zulassung der in einer solchen zweiten Ehe Lebenden zur Kommunion gewährt werden. Spielt diese Aussage des späteren Papstes bei der gegenwärtigen Diskussion eine Rolle? Ist sie bekannt? Das Zweite, Sie haben die großen Unterschiede in der Weltkirche mit Recht erwähnt. Wir haben ja manchmal, laufen wir Gefahr, dass für unsere Situation mit etwa jetzt 25 Millionen Katholiken allein im Blick haben und nicht eben die Weltsituation. Auch da gibt es eine hochinteressante Anregung des Professor Ratzinger, die sich übrigens im theologischen Lexikon findet, unter dem Stichwort Patriarchat, dass diese Ebene zwischen dem Papst und den Bischöfen, sogar zwischen dem Papst und den Metropoliten, wieder belebt werden könnte und sollte mit Zuständigkeiten personeller Art, liturgischer Art und ohne die zentralen Lehren zu berühren, aber auch in solchen Fragen. Ist dieser Gedanke in der Diskussion, man kann es immer nachlesen im theologischen Lexikon, hat die eine Rolle gespielt. Und das Dritte, ich habe es Ihnen ja geschickt, wenn ich höre, dass die Kirche ein Hort der Freude, der Zuversicht und der Hoffnung ist und sein soll, und sie ist es ja in der Praxis durchaus in einem durchaus nennenswerten Umfang, aber in einem für mich unauflöslichen Widerspruch steht dazu der geltende Weltkatechismus. Nach dem geltenden Weltkatechismus ist jeder Katholik, der das Sonntagsgebot verletzt, und jeder Katholik und jede Katholikin, die einen sexuellen Kontakt hat, der nicht innerhalb einer Ehe der Fortpflanzung dient, im Zustand der Todsünde. Und wenn er nicht Absolution erlangt oder vielleicht sich im allerletzten Moment noch reu zeigt, dann ist damit der Zustand der ewigen Verdammnis verbunden. Nun, Entschuldigung, es ist mit der Unterschrift von Johannes Paul II. Der geltende Weltkatechismus. Nun kann man sagen, ja, das spielt gar keine Rolle, da schauen wir gar nicht nein. Aber ist das nicht ein erstaunlicher, auch die Glaubwürdigkeit irgendwo berührender Widerspruch? Ich will niemanden langweilen, aber ihr könnt alle, ich bin ein alter Pedant, alle die Ziffern aufzählen, in denen das alles so drinsteht. Und einer, dessen Name hier gerade genannt worden ist, hat in einem Gespräch, das sich in der Katholischen Akademie ergab, in einer Weise geäußert, die diesen Widerspruch nicht behoben hat, um mich vorsichtig auszudrücken. Vielen Dank für Ihre anerkennenden Worte zu Ihren Anfragen. Erstens, in einer Neuauflage der Gesamtwerke von Benedikt hat Kardinal Ratzinger seine damalige Aussage ja modifiziert, was ja zu entsprechenden Debatten geführt hat, inwieweit es da absichtsvoll ist mit Blick auf die jetzigen Entwicklungen in der Kirche, insgesamt ungewöhnlicher Vorgang. Aber das Thema geschieden, wieder verheiratet, ist ein Themenkreis, den ich gleich mal mit dem zweiten verbinden will, wo ich hoffe, dass die Bischofssynode die Türen nicht zuschlägt, sondern Türen aufmacht, auch für regional differenzierte pastorale Wege und Entscheidungen. Etwas, was Papst Franziskus will. Das ist natürlich eine der Grundsatzfragen dann in der Kirche, insbesondere im Hinblick auf römischen Zentralismus. Es wird eine ganz große Aufgabe sein, unter der Voraussetzung, dass man bereit ist, den Weg zu gehen,
die richtige Verbindung zu finden zwischen Raum geben für Vielfalt und notwendige Einheit, damit es noch eine gemeinsame Identität gibt. Subsidiaritätsprinzip. Das Subsidiaritätsprinzip der christlichen Soziallehre in den kirchlichen Bereich übersetzt. Es darf auf der anderen Seite natürlich eine katholische Kirche als Weltkirche sich entwickeln, wo alles und jedes möglich ist, oder eine Vielgestaltigkeit, müssen wir so ausdrücken, wie es etwa in der Weltorganisation der reformatorischen Kirchen mittlerweile feststellbar ist, die sich noch ganz schwer tun, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich hoffe konkret für Deutschland, dass es nach der Familiensynode in Rom der Weg frei ist, dass das, was die Deutsche Bischofskonferenz mit mehr als 2/3 Mehrheit beschlossen hat, nämlich einen Zugang zu den Sakramenten zu eröffnen, für geschieden Wiederverheiratete pastoral umgesetzt werden kann. Darauf kommt es entscheidend an. Was mir in den letzten Wochen sehr bewusst geworden ist, insbesondere im Zusammenhang mit dem Thema Homosexualität, dass bei verschiedenen Fragen natürlich extrem unterschiedliche kulturelle Prägungen und spiegelbildlich dann jeweils Ausprägungen der Kirche in Rom zusammentreffen. Und letzteres ist ein Thema, wo sicher also keine Verständigung in unserem Sinne geben wird, so wie ich das einschätze, aber viele andere Dinge. Und für die Kirche insgesamt wird wichtig sein, das, was Sie mit der zweiten Frage verbunden haben. Also ich erlebe es gegenwärtig nicht unter dem Stichwort Patriarchat, aber unter dem Stichwort einer Neuverteilung der Aufgabenstellung der Gestaltungsmöglichkeiten Weltkirche und die Ortskirchen, die Kirche in den jeweiligen Ländern. Das gilt ja auch, ist auch deswegen so wichtig, weil nur so die Kirche den unterschiedlichen kulturellen Prägungen entsprechen kann und den sozialen Wirklichkeiten. Ein Bischof aus unserer Bischofskonferenz in Deutschland berichtet mir im Gespräch, ja, er war gerade in Bogota in einer amtlichen Funktion, hat ein Gespräch mit dem dortigen Erzbischof, und der hat unter anderem heute über die sozialen Nöte, die Wanderarbeiter, die familiären Situationen berichtet, dass etwa an die 90% der Kinder außerhalb der Ehe geboren werden. Und ein anderer sagt mir, der lange in der Seelsorge in Brasilien war, wenn ich nicht durchaus geschieden und wiederverheiratete Gemeindereferentinnen und Katechetinnen eingesetzt hätte, hätte niemand gehabt. Das heißt, es ist ja durchaus weltweit sehr unterschiedlich in den Situationen, in der Praxis auch unterschiedlich in den pastoralen Bewertungen, wobei das oft quer durchgeht, in Afrika genauso wie in den USA etc. Da polarisiert sich's, und da bin ich bei einem dritten Punkt. Ich gehe davon aus, dass man heute eine ganze Reihe von Aussagen im Weltkatechismus so nicht mehr treffen würde. Und dass es natürlich die Glaubwürdigkeit nicht fördert, wenn weithin in der Kirche in verschiedenen Bereichen es aus der Lebenserfahrung und der Pastoral heraus gegenstandslos geworden ist, aber offiziell doch so tut, es sei so. Aber das sind alles natürlich jetzt Gegenstände von, auch von Ängsten. Ich hatte kürzlich mit dem vorher erwähnten Bischof, dessen Namen ich jetzt daher nicht gebrauche, haben uns auch über Amtskollegen von ihm unterhalten. Er sagte, das eigentliche bis hin nach Rom, sagte, das eigentliche Problem ist, was ich da erlebe, ist eigentlich nicht die Theologie, sondern die Angst vor der Veränderung. Wo führt das alles hin? Und wenn wo Angst ist, kommt Verkrampfung, kommt Kontrollbedürfnis, krampfhaftes Festhalten am Gesetzesglauben. Das ist ein Teil oder sogar ein wesentlicher Teil der Spannungen. Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte, ja. Herr Glück, mit Dank für Ihre einleitenden Worte möchte ich drei Aussagen von Ihnen kurz aufgreifen und eine Anschlussfrage stellen. Sie sprachen am Anfang von dem unaufhaltsamen Abschied von der Volkskirche. Sie sagten dann, dass wir einen Zusammenbruch der Reichskirche beobachtet haben. Und Sie haben natürlich sehr zu Recht auch hingewiesen auf die brutale Unterdrückung oder Entfremdung von der Religion in der DDR. Meine Frage bezieht sich nun auf die Vergangenheit in Deutschland, dass die Servilität zur Zeit des Konkordats nach 1933
natürlich die auch bei der evangelischen Kirche beobachtete Entwicklung der Servilität der deutschen Christen, ähnliche Entwicklungen in der DDR. Meine Frage ist nun, ist das Zentralkomitee der Katholiken auch bereit, gegenüber dem Staat, wir haben natürlich jetzt einen ganz anderen Staat als zu den zwei Negativstaaten, die ich entwickelt habe für Deutschland, ist das Zentralkomitee und Sie selber bereit, auch dem Staat kritische Fragen zu stellen, um vielleicht dann damit aber auch klarzustellen, dass Christen sich nicht notwendig mit allen Einzelheiten staatlicher Aktivität identifizieren müssen? Das geschieht ja bei den verschiedensten Sachthemen immer wieder, insbesondere oft, wenn es in die Fragen der Gerechtigkeit mit hineingeht, beispielsweise auch in Fragen des Lebensschutzes. Und christliche Positionen werden nicht immer mehrheitsfähig sein. Also man darf also nicht überlegen, wir vertreten nur, was irgendwo Aussicht auf Mehrheit hat. Manchmal geht es darum, auch ein Stück Herausforderung dabei zu sein. Aber also alle Kirchenstaatsverträge oder ähnliche Dinge hindern uns nicht daran, da kritisch Position zu beziehen, so wie wir auch innerkirchlich kritisch Position beziehen und logischerweise damit immer wieder mal auch Ärger einhandeln. Aber ich denke, Loyalität sowohl zur Kirche wie zum Staat und kritische Positionen, das verträgt sich ganz gut miteinander. In der DDR und hier vielleicht, oder früheren DDR, mit Blick auf Leipzig, die Leipziger Erfahrung, noch eine Anmerkung. In den Gesprächen, also jetzt bei diesen Sitzungsvorbereitungen, kam ja auch, ja, eigentlich können wir hier studieren, wie es wahrscheinlich in absehbarer Zeit einmal in Gesamtdeutschland aussieht. Dann haben die Leipziger vehement widersprochen. Dann haben gesagt, der ganz andere Unterschied ist, dass bei euch im übrigen Bundesrepublik, wo Kirche, glaube ich, immer präsent war mit all den Facetten, trotzdem Drittes Reich und. Aber die Kultur und das Denken in dem Land ist hier, ist geprägt aus der christlichen Tradition. Das fehlt bei uns völlig. Ich erinnere mich, dass ihr Bruder, der Bernd, noch als ein Jahr Ministerpräsident oder so in Thüringen mal sagte in einem Gespräch, ich gebrauche ständig Formulierungen, aber ich merke, die verstehen mich gar nicht, weil die so aus der christlichen Sprachschaft Alltag geworden sind. Ne? Die Entfremdung ist das. Das eigene Thema. Dafür vielleicht nur so ein Beispiel. In Magdeburg war die vorletzte Veranstaltung dieser Dialogreihe in einem großen Hotel, weil das für die Teilnehmer ja gar nicht anders geht. In der Pause fährt der Teilnehmer mit dem Lift nach oben. Und sind welche dabei, die sind gerade angereist, sagt der eine zum anderen, was ist denn da eigentlich los? Also, ich weiß nicht richtig, irgendeine Sekte. Total fremd, das ist nicht Feindschaft, das muss man nicht verstehen, sondern Entfremdung. Und das ist die eigentliche Thematik. Aber kritische Rolle müssen wir einnehmen. In dem Moment, wo wir bei bestimmten Fragen uns scheuen würden, ein Notwendiges zu sagen, das geht nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, in welcher Reihenfolge die Wortmeldungen waren. Darf ich nochmal um Wortmeldungen bitten und dann geht das Mikrofon da drin, bitte. Ich habe hier Ihren Leserbrief in der Münchner Kirchenzeitung dabei vom 9. August, wo Sie ja wirklich, wenn ich das so sagen darf, äußerst treffenderweise die ganze Problematik zusammengefasst haben. Jetzt ist Ihnen aber damals ein bisschen anderer Wind auch entgegengeschlagen. Wo nehmen Sie das Recht oder die Autorität her, für die deutschen Katholiken zu sprechen? In dem Zusammenhang wird mich jetzt, ich habe mir auch die Frage dann vorgestellt, werden Sie gewählt oder wer Sie, ist dieses Zentralkomitee, wird es demokratisch gewählt, überhaupt die Vertreter, und wie wird dann der Präsident zusammengewählt? Zweitens, gibt es vergleichbare Institutionen in anderen Ländern? Und die dritte Frage, die aber mit dem nichts zu tun hat, wie lange geben Sie noch der Kirchensteuer, dem Kirchensteueraufkommen, überhaupt der Kirchensteuererhebung Zeit? Und was würde, wenn die Kirchensteuer viele, die ja meines Wissens in Deutschland und in Österreich erhoben wird, was würde an dieser Stelle für die Finanzierung eben der Kirchen treten? Danke. Erstens, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, natürlich ein Name, der heute schwer fällt. Das hat eine ganz lange Tradition. Ist ein gewissermaßen die Dachorganisation
der katholischen Verbände. Wir haben in Deutschland eine sehr ausgeprägte Tradition katholischer Verbände. Denken Sie mal jetzt wie zum Beispiel Kolping und der Familienorganisationen, viele andere. Das ist entstanden mit, ja, man kann sagen, mit dem Sozialkatholizismus, also mit der Sozial, als die soziale Frage ja kirchlich aufgenommen wurde. Ketterlund, Bischof Ketterlund und andere, Entwicklung der christlichen Soziallehre, viele dieser Organisationen sind deshalb sehr stark auch im gesellschaftlichen und sozialen, politischen Engagement. Und die entstanden ist die ganze Entwicklung, indem die katholischen Christen die Situation genutzt haben, als die bürgerlichen Rechte geschaffen wurden und die Bürger sich als Vereine also organisieren konnten. Die Kirche, die Kirchenleitungen waren damals noch sehr stark unter Staatsfuchtel und Staatsabhängigkeit. Da haben die Katholiken, die Laien, wie wir heute sagen werden, sich organisiert, um Interessen der Katholiken und der katholischen Kirche zu vertreten. Daraus entstand zum Teil eben auch die Verbandslandschaft, dann, aber in Verbindung auch mit der sozialen Frage. Das wurde dann unter, wir haben jetzt den 100. Deutschen Katholikentag, nächstes Jahr in Leipzig, Regensburg der 99. gewesen, in einer ganz anderen Milieu und Situation. Nach dem Konzil und der Würzburger Synode, das heißt einer Zusammenkunft, die Kirche ist extrem unruhig geworden etc., Katholikentag in Essen, gab es eine Synode, die heute kirchenpolitisch so nicht möglich wäre. Das heißt, eine Versammlung, in der gleichermaßen stimmberechtigt waren als Delegierte die Bischöfe, Priester, die Wissenschaft und die Laien. Allerdings mussten alle Dinge, die weltkirchlich irgendwo Zuständigkeit haben, nach Rom zur Genehmigung. Und von dem Teil ist nichts zurückgekommen. Das ist dann die andere Wirklichkeit eben. Es begann ja dann wieder so, sagen wir mal, die Rückkehr der Macht der Kurie nach dem Konzil. Nach dem Konzil kamen dann die Rätestrukturen. Das heißt, sie haben heute in der Pfarrei einen Pfarrgemeinderat. Der Pfarrgemeinderat ist im örtlichen Sinn zusammengefasst im Dekanat als kirchliche Struktur, dann die Diözesanebene. Und jede dieser Diözesen ist wiederum ein Zentralkomitee, also Diözesanverbände mit 3 Delegierten vertreten. Dazu dann noch hinzugewählte Persönlichkeiten, etwa 40 aus der Vollversammlung. Diese Vollversammlung wählt dann die Leitung, das heißt den Präsidenten des Präsidiums und diese Gremien. Natürlich fühlen sie nicht auch alle gleichermaßen vertreten, was aber für viele gilt, bezogen auf ihren eigenen Bischof oder wem auch immer. Den Anspruch haben wir auch nicht. Das muss sich jeder gleichermaßen vertreten fühlen, aber ich würde jetzt mal einen Vergleich sagen, es ist ähnlich wie wenn der DGB für die Arbeiterschaft spricht oder für die Arbeitnehmer spricht. Deswegen identifiziert sich nicht jeder gleichermaßen, aber es ist eine legitimierte Vertretung, die über entsprechende Strukturen ein Legitimationsprinzip hat. Das Zweite gibt es in anderen Ländern so nicht. Das ist eine deutsche Besonderheit. Da gab es immer die Tradition der sogenannten katholischen Aktion, das heißt Laien unter dem Vorsitz eines Priesters. Es gibt nirgendwo in der Weltkirche so selbstständig organisierte Laienorganisationen wie in Deutschland. Das schafft auch Verständigungsschwierigkeiten in der Weltkirche. Wie kommen die überhaupt dazu und so weiter und so zu? Macht uns schon Probleme auf europäischer Ebene. Es gibt einen europäischen Laienrat. Und wenn es etwa jetzt um gesellschaftliche Fragen etc. geht, wir haben, Österreich ist noch ähnlich, aber wir haben sonst leider keine Partnerorganisationen in den anderen europäischen Ländern mit gleicher Ausprägung. Das Dritte war Kirchensteuer. Entschuldigung, darf ich dazu eine Zwischenfrage stellen? Ja. Und zwar, soviel ich weiß, wenn ich richtig informiert bin, immer. Endet, vielen Dank, endet Ihre Amtszeit im November oder so, jedenfalls Ende des Jahres. Und Sie haben, glaube ich, auch gesagt, Sie wollen nicht wieder kandidieren. Und soviel ich auch weiß, gibt es keinen, der bisher seine Kandidatur angemeldet hat. Also es könnte sein, dass dann nachher ein Loch entsteht oder sowas. Würden Sie dann eventuell, wenn diese Situation eintritt, sich doch nochmal bereit erklären? Also bei letzterer Saison, nein, ist nicht verhandelbar. Es ist so, ich bin seit 1984
im Zentralkomitee, der Ausgangspunkt war der Katholikentag in München. Damals kam Hans Mayer zu mir in die Fraktion und hat gesagt, du alles, wir bräuchten einen neuen Vorsitzenden für Trägerverein, könntest du nicht, würdest du und so. Und seitdem bin ich mit dem Zentralkomitee verbunden als eine der Einzelpersönlichkeiten. Ich hatte zweimal abgelehnt, die Aufgabe zu übernehmen. Der damalige Präsident Mayer, also Mayer Berlin, kam und sagte, ich höre, Sie werden wahrscheinlich Landtagspräsident, ich will Sie doch gut mit dem Präsidenten vertragen, ich würde mich erinnern. Und auch nicht ausscheiden aus dem Landtag. Und dann kam eine massive Krise, weil die Wahl der Vollversammlung der Zweidrittelmehrheit und der Zustimmung der Bischofskonferenz bedarf. Und das erste Mal, dass überhaupt eine Abstimmung verlangt wurde und dann ist aus Köln heraus organisiert worden, die Ablehnung dessen, den wir eigentlich wollten. Da kam große Krise. Es gab aber durchaus Kräfte in diesem Spektrum, die einfach auch diese Laienorganisation ruinieren wollte. Bewusst ruinieren und an die Wand fahren wollte. Und dann war eine Situation, wo ich schlechtes Gewissen ehrlich gesagt gehabt hätte, weil ich auch aus der ganzen Tradition hier sehr geprägt bin, der Laienbewegung und etc. Bin ich bei meinem Nein geblieben, habe gesagt, ich mache es für eine Periode. Dann, also war dann 2014, das war aber dann nicht möglich, gut vor Regensburg und einige andere, die haben gesagt, ich kandidiere nochmal, aber nur bis zur Halbzeit. Und die Halbzeit der zweiten Periode ist Vollversammlung am 22. November dieses Jahres und dann gebe ich das endgültig ab. Und es gibt da kein Verhandlungsspiel mehr. Weil sonst hätten wir gleich nicht mehr weitergesucht, weil wir es müssen. Aber das ist definitiv. Okay, jetzt habe ich Sie aber unterbrochen. Kirchensteuer. Natürlich sind wir wieder in der Diskussion. Dann sage ich zunächst einmal innerkirchlich. Ich bin sehr dankbar, dass wir diese Struktur haben und damit kirchliche Strukturen und kirchliche Amtsträger nicht von Spenden abhängig sind und von den Gruppen, die gegebenenfalls mehr spenden können. Für die Kirche selbst ist es im Hinblick auf ihre innere Situation die bestmögliche Lösung. Nicht weil gesicherte Einnahme, sondern als Unabhängigkeit. Als Unabhängigkeit vom Spendenwesen. Zum Zweiten, die Kirchensteuer ist freiwillig. Niemand muss die Kirchensteuer bezahlen. Es wird immer wieder darüber debattiert und auf der anderen Seite sehe ich nicht, dass sie aktuell in Frage gestellt ist. Es gibt immer wieder eine Debatte, die kreist unter die Frage der Transparenz kirchlicher Finanzen. Was die Kirchensteuer ist, muss der Haushalt transparent sein, weil es der Gesetzgeber verlangt, nicht weil man innerkirchlich die Einsicht hat, sondern weil es der Gesetzgeber verlangt. Die übrigen kirchlichen Finanzen ist ja eines der Themen Transparenz als Reaktion auf Limburg. Da ist gegenwärtig einiges im Gange. Und dann kommt immer die Frage der Verträge bzw. der staatlichen Verpflichtungen noch aus der Zeit der Säkularisation. Die Kirche hat wiederholt angeboten, oder die Kirchen, da ist eine Abstimmung katholisch-evangelisch, dies endgültig zu klären mit einer Ablösung, aber grundsätzlich wären alle dafür, aber die Länder müssen die Mittel aufbringen, dann sagen wir im Zweifelsfall, haben wir dafür nicht. Also, aber das Thema wird irgendwie auf der Tagesordnung bleiben. Es gibt ein anderes Thema, das glaube ich dringlicher wird. Wir haben, was die Kirchen, die Rechtssituation betrifft, die christlichen Kirchen haben den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts, mittlerweile auch die jüdischen Gemeinden. Nun ist die Frage der Islam in Deutschland. Für den Staat, für die staatliche Seite ist die Schwierigkeit, dass es im Islam keine kirchenähnliche Organisation gibt. Wer ist der Ansprechpartner dafür? In verschiedenen Dingen ja sogar tiefe innere Zerrissenheit. Gleichzeitig ist aber jetzt ganz wichtig im Bildungssystem beispielsweise die Frage des Unterrichts, des Koranunterrichts in der Schule und nicht in irgendwelchen Hinterhofmoscheen, wo man nicht weiß, was dann da wirklich vermittelt wird. Man regelt das momentan zum Teil über Vereinsrecht, da kommen ganz schwierige Fragen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, deswegen müssen wir das jetzige Kirchen, also die jetzige Rechtsverfassung der christlichen Kirchen aufgeben im Sinne dieser Verträge und ein allgemeines Religionsgesetz machen.
Das würde, da bin ich sicher, im Inneren zu schweren Verwerfungen führen, wenn für die Christen und die christlichen Kirchen die Botschaft heißt, eigentlich stimmt die Struktur, alles in allem, aber weil es von Seiten des Islam so nicht möglich ist, müssen wir das Ganze jetzt in Frage stellen, da kriegen wir unnötige Diskussionen, aber die Frage der rechtlichen Regelungen in der Partnerschaft Staat und Islam ist eine der offenen und schwierigen Fragestellungen. Das ist mehr auf der Tagesordnung, dringlicher, wie die Kirchensteuerfragen. Vielen Dank, Herr Dr. Siegert, bitte. Ja, ich möchte mit zwei positiven Dingen beginnen. Einmal, Sie erwähnten ja, dass die Bildungsnachfrage, ich kann da aus eigenen Erfahrungen beitragen, wenn Sie heute in kirchlichen Bildungsstätten, in Klöstern etc. etc. etwas buchen wollen, 14 Tage oder eine Woche, dann müssen Sie ins Jahr 2017 gehen, weil 2016 ist alles ausgebucht. Und das ist eine erhebliche Nachfrage und vielleicht findet Kirche heute dort statt, dort in intensiven Diskussionen. Das Zweite ist, ich erlebe die Hilfsbereitschaft am Münchner Bahnhof, da kommen wir möglicherweise noch ein Thema drauf, als ein Ausdruck des Christentums. Denn die, die da die Flüchtlinge empfangen, da vermisse ich eigentlich die Muslime. Denn es kommen ja viele Muslime rüber und eigentlich müssten die sich ja auch mal zu erkennen geben. Aber keine Frage, hier gibt es eine Hilfsbereitschaft, eine Welle der Hilfsbereitschaft und die hat Gott sei Dank auch in die neuen Bundesländer übergeschwappt, habe ich heute Morgen gelesen. So, das sind die beiden positiven Dinge. Die negativen, Sie sprachen über die Bischöfe, beziehungsweise haben sich gesagt, okay, da übe ich keine Kritik. Die Bischöfe haben eigentlich mit den Gläubigen an der Basis kaum noch etwas zu tun. Sie haben etwas damit zu tun, dass sie Einfluss nehmen auf die Freiheit der Predigt. Ich habe hier mit unserem Geistlichen gesprochen, warum ist es nicht möglich, zwei Dias an die Wand zu werfen im Gottesdienst, einmal das Bild von dem LKW, in dem die 71 Flüchtlinge zu Tode gekommen sind und einmal das Bild von einem toten Jungen am Fluss. Beides mal 2 Minuten, schweigend, keine Kommentare dazu, um unser Denken, unsere christliche Verantwortung darin wachzurufen, ohne Wörter, sondern nur mit Bildern, mit einprägsamen Bildern. Da wurde mir gesagt, das dürfen wir nicht. Diese Freiheit haben wir nicht, über das zu predigen, was wir predigen wollen. Das ist die Unfreiheit, die wir vor Ort erleben. Also, sowas ist mir überhaupt noch nie untergekommen, dass jemand sagt, ich habe nicht die Freiheit, darüber zu predigen, was ich für richtig halte oder was mir geboten erscheint. Da ist, ja, ich kenne jetzt die Situation im Einzelnen nicht, aber da ist mir zu viel Ängstlichkeit auch im Spiel. Ja. Auch ein Stilmittel wie Bilder gibt es heute in vielen Gottesdiensten. Ja. Natürlich muss man immer schauen, wie ist meine eigene Gemeinde strukturiert. Aber die Freiheit der Predigt habe ich noch nie eingeschränkt erlebt. Natürlich gibt es auch Leute, die sofort dem Bischof einen Brief schreiben, weil sie sagen, aber unser Pfarrer hat etwas vertreten, das ist doch nicht katholisch. Und so, ja gut, da muss ich aber souverän genug sein, für meine eigenen Entscheidungen und Positionen einzustehen. Und zum anderen mit dem Kirche, natürlich ist, ich sage, eine wichtige Basisstruktur bleibt wahrscheinlich in den meisten Regionen jedenfalls weiter die Pfarrstruktur. Aber es waren schon immer auch andere Strukturen der Kirche wichtig. Ich persönlich bin ganz entscheidend geprägt worden in den Strukturen der katholischen Jugend. Und wenn ich nur, und ich will das jetzt so nicht abwerten, aber wenn ich nur meine heimatliche Kirche erlebt hätte, hätte ich wahrscheinlich genauso viel oder genauso wenig Bindung noch zur Kirche wie 80 oder 90% meiner Schulkameraden. Ich habe Kirche
eben erlebt und sie mir erschlossen in anderen Formen. Und allerdings ist eine der drängenden Fragen in ganz Deutschland angesichts des Rückgangs der Zahl der Priester, wie diese künftigen Seelsorgestrukturen aussehen. Und hier gibt es wiederum ganz unterschiedliche Antworten, wo sich unterschiedliches theologisches Denken zeigt. Die einen ganz priesterzentriert, also Gemeindeleitung kann nur Priester, was eine kirchenrechtliche Position ist. Und wenn wir immer weniger Priester haben, dann machen wir immer größere Pfarreien. Das Ergebnis ist letztlich ein Rückzug der Kirche aus dem Lebensraum der Menschen. Und das ist, hätte beinahe gesagt, natürlich, das ist ganz fatal. Andere gehen einen anderen Weg, der kleinen Einheiten zu erhalten, die Frage der Gottesdienstformen, der Wahlgottesdienste und viele andere Dinge mehr. Und das ist für die Präsenz der Kirche in den Lebensräumen der Menschen sicher eine ganz wichtige Frage. Da ist auch ein wichtiger Prozess gegenwärtig in Deutschland. Und darüber hinaus werden sich neue Formen auch entwickeln. Sind zum Teil schon immer da gewesen, entwickeln sich teilweise. Die Not bringt Kreativität. Wiederum ist die Frage, wie geht man mit dem Thema immer weniger Priester um? Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, hat in dem Zusammenhang einmal formuliert, wir sollten darüber nachdenken, ob es nicht ein Weg des Heiligen Geistes ist, damit gewissermaßen den Freiraum zu schaffen für die Begabungen der Laien. Das heißt, den Priestermangel jetzt nicht nur als heute der typische Ausdruck des weniger Glaubens und nur in einer negativen Betrachtung, sondern was sind vielleicht die Zeichen der Zeit, kirchlich gesprochen die Zeichen Gottes, was damit bewirkt werden soll, weil man das andere nicht mehr einfach so weitermachen kann. Das ist ein Gärungsprozess an vielen Dingen. Ne? Ja, Dr. Siegert hat ja vorhin auch angesprochen, das christliche Gefühl, das Mitleid, das Mitgefühl mit den Flüchtlingen. Und heute Nacht hat ja nun auch die Große Koalition, die Bundesregierung, da neue Entscheidungen beschlossen und heute früh verkündet. Aber wir haben eine andere Wortmeldung, bitte sehr. Ja, direkt zu diesem Thema. Papst Franziskus hatte am Wochenende in einem dramatischen Appell sehr konkret dazu aufgefordert, jede Gemeinde, jedes Kloster soll also mindestens eine Flüchtlingsfamilie bei sich aufnehmen. Das passiert ja auch in Deutschland schon eine ganze Menge. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Christen erst hätten warten müssen, bis der Papst sie hier zur Aktivität auffordert. Trotzdem meine Frage an Sie, welche Initiativen von Laien jetzt außerhalb der professionell organisierten Strukturen von Caritas und katholischer Jugendfürsorge, die hier ja auch schon ganz viel machen, auch im staatlichen Auftrag machen, sind Ihnen zu diesem Thema bekannt? Wo regt sich da was auch vielleicht in den Verbänden, in den Pfarrgemeinderäten, die eben ja auch alle durch ihr Gremium repräsentiert werden? Ja, viele unserer Leute sind einmal sehr stark in dieser Frage engagiert über ihre diversen Verbandsstrukturen. Also meinetwegen jetzt einmal Kolbing im Zusammenhang von Unterkünften, die in der Kapazität sind, bis hin zu den berufsbildenden Fragen, viele andere Dinge, die Familien- und die Frauenorganisationen. Das meiste und das, zum Teil im kirchlichen Rahmen und das meiste geschieht aber einfach im Verbund mit dem, was vor Ort durch Freiwillige organisiert wird. Und was ja auch in der Koordination bedarf. Und ich würde es für falsch halten, wenn auf der einen Seite quasi da tritt die christliche Gruppe auf und mehr oder minder in Konkurrenz eine, die nicht einen Bezug dazu hat, sondern geht es um das bestmögliche Miteinander. Und es ist kirchlich ein ganz wichtiges Thema. Es ist letztlich das Ganze natürlich ein Testfall auch für Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Es ist natürlich ein Testfall für das, was mit christlichen Werten beschrieben wird. Christliche Werte sind eben nicht nur etwa ein bestimmtes Familienbild oder immer die Fragen der Moral mit besonderen Schwerpunkt der Sexualmoral, sondern zu christlichen Werten gehört ganz zentral und vielleicht an allererster Stelle die Zuwendung zu Menschen in Not. In den verschiedensten Formen, der Aufmerksamkeit, der konkreten Hilfe, alles, was in dieser ganzen Bandbreite notwendig ist. Und da gibt es ein starkes Engagement und das wird allerdings insgesamt für unser ganzes Gemeinwesen
hat sich in den letzten Monaten da die wahrscheinlich größte Herausforderung seit Jahrzehnten entwickelt, das Ganze zu gestalten. Und meines Erachtens gewissermaßen kann man mal in zwei Kategorien denken. Das eine ist der ganze Aspekt der Soforthilfe, Willkommen vor Ort, Unterstützung, Ähnliches, sofort Maßnahmen, aber auch bis in den Bereich Bekämpfung, Schleuser und ähnliche Dinge mehr, also was die aktuelle Situation bewältigen. Wir müssen gleichzeitig die längerfristige Achse sehen, was bewirkt diese starke Zuwanderung, die da stattfindet. Wie wirkt sich das aus für die innere Entwicklung in unserer Gesellschaft? Wir müssen es mal so ausdrücken, diese bayerisch beliebte Formulierung heimatverbunden und weltoffen ein Stück neu durchbuchstabieren. Weltoffen nicht nur mit Blick nach außen, sondern die Welt kommt auch zu uns. Ich glaube, das ist eine wichtige Führungsleistung, die nicht nur eine Führungsaufgabe der Politiker ist. Verständlich zu machen, was ist denn die tiefere Ursache dieser Entwicklungen? Wir sind als Deutsche gewohnt im Globalisierungsprozess, dass der große Nutzen ist. Wir sind einer der größten Nutznießer, sicher aufgrund unserer Tüchtigkeit auf den Märkten mit Arbeitsplätzen und Wohlstand bei uns. Und dann sind wir noch international in der Wahl unserer Urlaubsziele. Jetzt wird diese Welt Woche für Woche mehr eine Schicksalsgemeinschaft und wir werden von diesen Entwicklungen betroffen, ob wir wollen oder nicht. Die Krisen in der Welt, die Welt wird immer instabiler, erreichen uns in der einen oder anderen Form. Die Not kommt zu uns, die sozialen Ungleichgewichte in der Welt entladen sich, auch in diesen Flüchtlingsströmen. Jetzt mit Blick auf die innere Entwicklung im Lande, was bedeutet das? Das ist zum Teil jetzt sehr angstbesetzt bei den Menschen. Was bedeutet das, wenn immer mehr Menschen in unserem Land sind, die kulturell, religiös anders geprägt sind? Wie gestalten wir hier das Miteinander? Was ist die Identität? Viele Menschen haben heute nicht nur bei uns Angst vor Identitätsverlust. Meines Erachtens einer der Nährboden für wachsenden Nationalismus in den verschiedensten Regionen der Welt. Angst vor Bedrohung von außen durch, wo führt das hin? Aber wir müssen, glaube ich, deutlich machen, so, was ist unverzichtbar, das bleibt? Das sind für mich die Werte des Grundgesetzes. Der Maßstab im Umgang mit den Flüchtlingen ist zunächst Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen übersetzt auf den Alltag und die konkrete Begegnung heißt es Respekt vor dem anderen und seinem Anderssein. Auch Respekt gegenüber demjenigen, dem wir sagen müssen, du kannst auf Dauer nicht hierbleiben. Aus diesen und jenen Gründen. Dazu gehört ja auch Ehrlichkeit. Ich hatte da heftige Interview im Deutschlandradio kürzlich. Einer versucht hat, das so gegeneinander, christliche Werte, ja, und dann schickt man Leute ab. Ehrlichkeit gehört auch zu diesen Tugenden, nicht nur christlichen Tugenden. Und damit müssen wir beginnen, uns intensiv auseinanderzusetzen. Und das ist wiederum nicht eine politische Aufgabe, auch eine gesellschaftliche. Dieser Gesamtkomplex beginnt jetzt bei den Sofortmaßnahmen, Willkommenskultur, ehrenamtliches Engagement und so, bis zu der Debatte, die wir uns da, oder den Überlegungen, die wir uns stellen müssen, ist eine riesige Gemeinschaftsaufgabe von Staat und Bürgergesellschaft, engagierten Bürgertum. Die ganzen kulturellen Fragen, die da mit hereinspielen. Und da sind wir erst am Anfang der weiteren Überlegungen. Das andere, was wir dringend brauchen, ist natürlich internationale Koordination. Das heißt, Europa muss beispielsweise zu einem gemeinsamen Handeln finden in der Asylpolitik, aber vor allem auch mit Blick auf Afrika. Mir persönlich macht am meisten Kopfzerbrechen die Konstellation in und mit Afrika. Wir haben auf der einen Seite einen, sage ich mal, abgrenzbaren Raum, wo man Maßstäbe entwickeln kann, wie man damit umgeht. Das ist der Balkan, in dem Fall vor allem der Westbalkan. Dann haben wir die Bürgerkriegsregionen, wo es ja nur eines gibt, wenn Menschen bedroht sind, müssen sie bei uns aufgenommen werden. Die dritte Kategorie, Afrika,
Durchschnittsalter in den meisten Ländern bei etwa 25 Jahren. Prognostiziert eine Verdoppelung der Bevölkerung in Afrika bis 2050. Das sind immer mehr junge Menschen, die keine Perspektive sehen. Und wenn man es nicht schafft, in dieser Region den Menschen mehr Perspektiven zu eröffnen, was nicht von heute auf morgen gleich geht, dann entwickelt sich etwas, da wird sich Europa auch nicht durch noch so hohe Zäune schützen können. Und deswegen brauchen wir dringend eine gemeinsame Afrika-Politik der Europäischen Union. Die beginnt bei dem, dass wir uns kritisch auseinandersetzen, inwieweit auch unsere eigene Wirtschaftsbeziehungen zu Ländern, unsere eigene Beteiligungen beim Abbau von Rohstoffen und Ausbeutung von Menschen und Regionen dabei eine Rolle spielt, bis hin zu den Fragen der Regierungssysteme und wie wir uns dazu verhalten. Und insofern sind es gigantische Herausforderungen, es ist auch ein gemeinsamer Lernprozess. Wir sind auf einer Lernstrecke, es ist ein Stück Neuland. Aber wir müssen vor allem deutlich machen, Leute, es gibt keine Chance, sich von diesen weltweiten Entwicklungen und Krisen einfach abzuschirmen. Wir sind Teil davon, nicht nur über Export, sondern zunehmender Teil dessen, was in diesen immer engeren Zusammenhängen sich in der Welt tut. Und wir haben nur die Wahl gewissermaßen, wie es oft im kirchlichen Bereich formuliert, wollen wir den Wandel gestalten oder den Wandel erleiden. Und jetzt geht es darum, und es ist viel Großartiges in dem Land aufgebrochen, im Hinblick auf Hilfsbereitschaft. Viel Großartiges, das ist auch eine großartige Visitenkarte Deutschlands gegenüber der Welt, wo immer eher wachsende Angst oft auch da ist innerhalb von Europa über den Einfluss und die Macht der Deutschen. Von daher, und wir müssen in erster Linie, finde ich, zunächst auch einmal Wächter sein im Sinne des Menschenbildes. Aber wir dürfen dabei nicht bei dem stehen bleiben, sondern sind da im christlichen Verständnis elementar gefordert mit unseren Engagements. Und ich sehe jetzt da sehr viel Positives wachsen, aber wir müssen da das Längerfristige. Und wenn Sie mir jetzt sehr nachdenklich gemacht, ich hatte kürzlich, weil da wird das sehr konkret, ich habe bei uns im Landratsamt einen Landrat angerufen und ich würde mir ganz gerne mal mit dir und deinen engeren Mitarbeitern zusammensetzen, einfach mal von innen her zu hören, das Ganze, was da abläuft mit Unterbringung und. Und wenn man spürt, wie die alle unglaublich gefordert sind, wird man sehr vorsichtig mit urteilen, was alles klar sein müsste. Aber eines hat mir auch zu denken gegeben, da haben Mitarbeiter aus dem Landrat gesagt, ja, die Bürgerversammlungen haben eine recht konstruktive Stimmung. Aber, hat nicht einer gesagt, irgendwo ist das nicht das Ganze. Man spürt, dass da Ängste da sind, aber die formuliert man gegenwärtig nicht, weil es vielleicht nicht politisch korrekt wäre. Da merkt man dann wieder das Labile. Die beste Antwort darauf ist, dass Führung sichtbar wird. Dass die Menschen spüren, jawohl, da wird eine Situation verstanden, die ist schwierig, die ist miteinander eine riesige Herausforderung, aber wir gehen es an, aktiv gestaltend. Ich glaube, bei diesem umfassenden Thema kann man mit Sicherheit noch einiges ansprechen, aber ich sage jetzt erstmal was zur Tagesordnung. Wir diskutieren jetzt eine Stunde und eine Viertelstunde darauf. Normalerweise machen wir so anderthalb Stunden. Also das soll jetzt, wenn das eine hetzige Debatte noch wird, zusätzlich, dann machen wir auch ein bisschen weiter. Aber eigentlich sollten wir anstreben, dass wir so gegen halb eins die offizielle Diskussion zu Ende führen. Es sind da noch ein paar Interviews angekündigt für Herrn Glück. Und ich würde jetzt einfach mal doch nochmal darauf zurückkommen, was die Bundesregierung heute Nacht beschlossen hat. Zum Beispiel eine Reduzierung des Bargeldes, mehr oder überhaupt Abschaffung und mehr Sachleistungen und ähnliches. Wie ist, etwas zu lindern, dass die Leute nicht alle nach Deutschland, Germany wollen.
Ist das aus Ihrer Sicht die richtige Richtung oder sollte man der Beauftragte, Integrationsbeauftragte, wie der heißt, der hat heute früh, glaube ich, im Fernsehen gesagt, dass das falsch wäre, es sei gar nicht so, dass Sie so viel Geld kriegen würden. Andererseits sagen manche armen Leute bei uns im Land, die Flüchtlinge können zum Arzt, die kriegen das, weiß ich, hin. Und ich kann mir keinen Arzt leisten, weil wenn der mir ein Rezept ausschreibt, muss ich noch zu und ich kann das nicht. Also da gibt es schon viele, 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 viele Strömungen. Wie sehen Sie das? Also einmal, man wird ja nicht darum herumkommen, unangenehme Entscheidungen zu treffen im Hinblick auf, ja, wer kann bleiben, wer kann nicht bleiben, im Hinblick auf die Wirkungen des deutschen Systems in Europa, der Vorwurf, dass unser Niveau von Sozialleistungen die Leute anziehen wird, kommt ja auch aus den übrigen europäischen Ländern. Und von daher gesehen wird man, darüber wird ja auch geredet, wird man gewisse europäische Harmonisierungen im Leistungsbereich dringend brauchen, weil es ansonsten auch ganz schwer wird, dem einen zu sagen, du, bei dir ist es, ich weiß nicht, das Land A, bei dir ist es Deutschland. Ich sage, aha, Deutschland habe ich aber eine deutlich bessere Situation, warum nicht ich? Und ähnliche Dinge mehr, da wird auch nur Unfrieden gestiftet, das wird ganz schwierig. Da muss man aber, ich glaube, sollten jetzt hier nicht immer ganz schnell, immer wie so in Debatten oft erlebe, sofort immer mit moralischen Hammer kommen, sondern alle diese Fragen nüchtern, fair durchbuchstabieren. Es wird Lenkungsmaßnahmen brauchen. Man wird eben auch zum Beispiel, es ist ja eigentlich ist grundsätzlich allen klar, dass wir etwa nicht alle, die aus Afrika nach Europa möchten, in Europa Perspektive haben können. Aber da muss man überlegen, ja, wie reagieren wir da konstruktiv drauf? Ich persönlich finde, ohne, ich bin in den Einzelheiten hier nicht so zu Hause, aber ich finde, bei Konstruktiv zum Beispiel ganz interessant den Vorschlag, den Martin Neumeier, der Integrationsbeauftragte der Staatsregierung, letzte Woche in der Süddeutschen war es im Interview mit dem Balkan, sagt, er schlägt vor, man sollte mal überlegen, ob man nicht eben mit Menschen aus dem Westbalkan einen ähnlichen Weg geht wie mit den Gastarbeitern der ersten Generationen, das heißt einen Arbeitsvertrag auf Zeit macht, die Menschen können hier was verdienen, was sie nach Hause schicken, ihre Familien stützen, aber eben gleichzeitig nicht die ganze Familie hier, nur es fördert die Lebenssituation unten, es fördert die Entwicklung dort. Auch dort gibt es natürlich Themen, die mich erschrecken und die halt eine Dimension deutlich machen, die wir nicht einfach regeln können. Nach einer Untersuchung der Friedrich-Ebert-Stiftung über die Situation in den Balkanländern, die kürzlich Zusammenfassung oder Bericht in der FAZ war, sagen etwa 50% der Jugendlichen in den Ländern des Westbalkan, sie möchten raus. Warum? Weil sie keine Perspektive sehen und das sei keine Perspektive sehen, hat ganz wesentlich zu tun, wie sie ihren Staat erleben. Korruption, Beziehungen, Arbeitsplatz kriegst du nur, wenn du diese und jene Beziehung hast. Mir wird da jedes Mal deutlich, und am liebsten würde ich es immer jedem Deutschen vermitteln, sei hier sieht man, was ein gutes Staatswesen für Bedeutung hat für die Menschen. Und dieses gute Staatswesen gibt es nur mit engagierten Menschen. Das ist das Kernanliegen auch von meinem Buch, zum Engagement zu ermutigen. Wir haben viele Ansprüche, die Ansprüche stehen, aber wir haben zu wenig engagierte Bürgerinnen und Bürger. Ja, und all die anderen Dinge, ich kenne die Vorschläge im Einzelnen bislang nicht, die will ich jetzt auch, da kann ich so gar nicht bewerten und ich will es auch im Einzelnen nicht. Ich würde sagen, sachbezogen durchdiskutieren, was ist richtig, im Hinblick auf vielleicht falsche Lenkungswirkungen, was ist fair, was ist nicht fair. Und vor allem, wo können wir uns in Europa einigermaßen treffen, weil Deutschland allein kann das natürlich nicht schultern und nicht regeln. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann mache ich jetzt mal ganz einfach noch weiter. Sie haben ja auch angesprochen, oder die Frage war irgendwo, wo sind die Muslime in diesem Ganzen? Das sieht man und hört man nichts. Es ist ja auch im Namen der Religion des Islam, wird Terror gemacht, werden Menschen umgebracht und nach an irgendwelche Kreuze gehängt und. Also die haben keine Toleranz gegenüber Christen oder gegenüber Andersdenkende.
Und da stellen sich für viele Menschen auch die Frage, wäre ich Muslim, dann würde ich dagegen protestieren, gegen meine eigene Religion und im Notfall vielleicht auch austreten, aber da passiert eigentlich nichts. Das kann man nicht sagen. Nein, im Zusammenhang natürlich mit IS, und IS ist nochmal ein besonderes Kapitel innerhalb des Islam. Aber auch etwa gegenüber den Salafisten in Deutschland. Die gefährliche Variante ist in Deutschland, sind die Salafisten, also die Radikalisierten politisch, religiös Fanatisierten. Aber die verschiedensten Untersuchungen zeigen, dass so an die 90% der Muslime, die in Deutschland leben, die Regeln des Grundgesetzes bejahen. Und fast jeder von uns, wenn er genauer hinschaut, kennt Muslime aus dem Alltag, im Geschäft oder sonst wo, am Arbeitsplatz und stellt fest, ja, ist ganz okay und auch ganz normal, lebt bei uns ganz normal mit. IS ist natürlich eigentlich menschlich überhaupt nicht fassbar, was da stattfindet, mit allerdings der Begründung des Islam und einer radikalisierten Form. Und die IS ist für moderate Muslime genauso eine Gefahr für Christen und alle anderen. Alle, die nicht ihren fanatischen Religionsgemeinschaft angehören wollen, mit Kalifat und, sind des Todes. Das Ganze machen sie noch mit einer unglaublichen Propagandaschlacht weltweit, übers Netz, über die Kommunikation. Das sind immer, wo ich glaube, immer wieder Zusammenhänge, die wir, die in Führungsverantwortung sind, verständlich machen können. Was wir jetzt rundum erleben von der Weltwirtschaft, von unserem Export und unserem Wohlstand, das wäre ohne das Internet nicht möglich. Der Welthandel wäre ohne dem nicht möglich. Der Terrorismus heutiger Form wäre ohne Internet auch nicht möglich. Die Flüchtlingsbewegung, die wir jetzt haben, wäre ohne Internet auch nicht möglich. Das heißt, es hängt alles in sich der Gestalt zusammen. Die Frage der Barmherzigkeit ist, oder nicht die Frage, der Auftrag zur Barmherzigkeit ist im Islam ja eine der wichtigen Grundregeln des Glaubens. Und hier, wo sind die Muslime? Ich glaube, dass es wesentlich damit zu tun hat, dass sie natürlich hier über ihre eigenen Moscheen hinaus in der Regel keinerlei Organisationsstrukturen haben. Das wird jetzt nicht ausschließen, dass Einzelne sich dabei engagieren, aber es gibt nicht eine organisierte islamische Gemeinde in München beispielsweise. Die einen sind auf dem, sagen wir, die aus der Türkei kommen und überhaupt eine Moscheebeziehung haben übrigens, weil viele glauben und die Muslime leben alle ihren Glauben und bei uns immer weniger. Regelmäßige Moscheebesuche sind in Deutschland bei ungefähr 25% der Muslime. Und das, was so als Säkularisierungsprozess beschrieben wird, nimmt auch stark zu. Kulturell allerdings oft eine bleibende Prägung, wie wir es bei den Christen auch erleben. Kulturell im Alltag viele Dinge, die aus der Tradition des Glaubens kommen. Für mich ist wichtig, dass wir gerade im Zusammenhang mit dem Thema Islam, und das spielt hier ja dann auch konkret gleich eine Rolle, die, was ich jetzt da benennen will, wir müssen vor allen Dingen die Kräfte im Islam bei uns stärken und stützen, die sich auch für ein gutes Zusammenleben und für den Aufbau des Gemeinwesens und die Integration dieses Gemeinwesens engagieren. Für mich ist hier beispielhaft die Arbeit der muslimischen Gemeinde in Penzberg. Ich befürworte das Projekt Forum Islam München. Kriegt auch jetzt natürlich ständig Briefe, weil das Thema Islam unglaublich angstbesetzt ist. Aber ich habe gesagt, ich bin bereit, an einem Kuratorium mitzuwirken, weil es für ganz wichtig heute, dass wir solche offene Stätten der Diskussion und der Auseinandersetzung auch bekommen. Und von daher ist es in sich natürlich vielschichtig. Wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt meine Arbeit da in der Hans-Seidel-Stiftung als Beispiel, wo wir mal versuchen, die Themen aufzuwerten. Wir haben einfach ganz große Probleme, muslimische Gesprächspartner in Bayern zu finden, die nicht nur für sich selbst sprechen. Den Herrn Idris übrigens hatten wir hier vor. Ja, Idris ist für mich eine der ganz wichtigen, auch mutigen, der mutig Position bezieht. Da kriegt er natürlich auch aus dem Gesamtspektrum des Islams dann seine Post.
das ist klar. Aber diese Strukturen fehlen uns oft, auch uns selbst, für das Gegenüber. Wo sind die Gesprächspartner? Ich meine, es gibt interessante Leute als Einzelpersönlichkeiten, als Wissenschaftler, aber hinter denen organisierte Strukturen stehen, über die Moscheengemeinden hinaus wenig. Und TTIP ist eine eigene Kategorie, sehr stark aus der Türkei geprägt. Auf der einen Seite muss man jetzt schon sagen, die haben immer dafür gesorgt, dass ja, sich die Muslime hier in ihrer Glaubensgemeinschaft der staatsloyal verhalten haben. Sind nicht radikalisiert, waren nicht zu mobilisieren für Radikalitäten. Auf der anderen Seite sind sie weithin einfach unter der Lenkungsfunktion von Ankara. Und das ist auch nicht gut. Jetzt habe ich eine letzte Wortmeldung gesehen. Sie kriegen ein Mikrofon. Ist das wirklich die letzte Wortmeldung oder hat es sich noch jemand, den ich übersehen habe? Nicht? Dann sind Sie der Letzte. Das Thema ist die Volkskirche am Ende. Und da muss man unterscheiden zwischen dem Volk und dem Einzelnen und der Hierarchie. Da ist also ein Auseinanderklaffen, wenn man ein bisschen die Literatur und die Äußerungen verfolgt, ein Auseinanderklaffen zumindest auf der Bischofsebene mit den Gläubigen die Rede. Wenn man das, was Herr Dr. Vogel eben genannt hat, ist ja ein eklatantes Beispiel. Da steht im katholischen Katholizismus und noch viel anderes sowas Weltfremdes, woran sich das Volk und die Einzelnen überhaupt nicht mehr halten. Das heißt, ich meine, und in der Theorie wird an so vielen Dingen festgehalten, auch mit der Kommunion der Wiedervereinigung, Wiederverheirateten, ja, widersprüchliche Äußerungen, Praktikanten und so weiter. Die Folge ist, und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Menschen sich immer mehr von der Kirche abwenden, nicht eine Entchristlichung findet statt, sondern eine Entkirchlichung. Und das muss man sagen an den Fakten eigentlich mit Recht, weil die Kirche, zum Teil die Bischöfe und alle möglichen Leute eine Sprache sprechen, ich rede jetzt nicht von den Pfarrern in den Dörfern, sondern die Bischöfe eine Sprache sprechen und uneinheitlich sind. Und dann sagt der einzelne Gläubige mit Recht, ich rechne mich auch dazu, ich beschäftige mich mein Leben lang mit der Kirche und mit theologischen Fragen, ich entscheide nach meinem Gewissen, was ja auch geht. Aber das Gewissen muss man bilden. Und wenn man heutzutage die Orientierungslosigkeit hört, überall, Kakophonie könnte man schon manchmal sagen, woher soll ich mich bilden und meine Meinung bilden? Also bin ich auf mich selbst zurückgeworfen. Ich würde sagen, das Zentralkomitee kann diese Glaubensfrage nicht lösen. Aber das ist es, warum die Volkskirche so entfremdet ist von der Hierarchie. Ich will nur das Ganze... Ja, es spricht ja für sich, Sie haben vieles beschrieben, wie es ist. Ich will nur eines noch sagen. Es gibt nicht die pauschale und die einheitliche Situation, die Bischöfe. Ich erlebe innerhalb der Gruppe der Bischöfe jährlich, also eine starke Bandbreite, jetzt nicht nur an Mentalitäten und Persönlichkeiten, sondern auch im Prozess der letzten Jahre. Auch, ich will jetzt keine Namen nennen, aber bekannte Persönlichkeiten, die ganz spürbar unterwegs sind, auch in einem Veränderungsprozess. Und für die Kirche insgesamt ist ja ganz, ganz wichtig die Frage, die Offenheit, dass eine innere Lebendigkeit sich entwickeln kann. Es gibt eine ganz, ja, eigentlich dramatische Situationsbeschreibung der Kirche, die sich ein Stück weit verändert hat, aber immer noch irgendwo im Raum steht. Als ich bewusster in diese Kirche, ja, ich habe mir mein Leben lang nie vorstellen können, dass ich mich so viel mit den kirchlichen Fragen beschäftige. Das hat sich jetzt einfach so ergeben durch diese Aufgabe. Und dann ist mir so richtig bewusst geworden, dass wie viel, zum Beispiel im Zentralkomitee, in Leitungsgremien, Hauptausschuss und so, das waren überwiegend so, das sind zum Beispiel Menschen beieinander, die verletzt und frustriert sind über innerkirchliche Erfahrungen und deren größte Sehnsucht war, eine Kirche, in der eine angstfreie Kommunikation möglich ist.
sowas ist natürlich eine dramatische Zustandsbeschreibung, wie auch wenn es bei einer Betriebskultur oder wo auch immer. Er sagt, ja, angstfrei, du darfst nicht einfach offen sein, weil du kannst ganz schnell Schwierigkeiten haben und ähnliche Dinge mehr. Da hat sich schon vieles verändert, ausgelöst nochmal durch diese Schockerfahrung und dann den Dialogprozess, den Gesprächsprozess. Und Papst Franziskus ist natürlich ein Eisbrecher für angstfreie Kommunikation. Und jetzt erlebt man natürlich, dass wenn schon der Papst bestimmte Themen anspricht, die bislang tabuisiert wurden, wo lieber nicht darüber geredet hat. Der ganze Bereich der Moraltheologie ist dadurch weitgehend gelähmt worden in der Sprachfähigkeit etc. Ja, wenn schon der Papst das anspricht, kann man es einen anderen eigentlich nicht verwehren. Und für mich sind viele sagen, ja, was ist denn schon konkret erreicht? Für mich ist die wichtigste Entwicklung der letzten Jahre Raum geben für innere Lebendigkeit. Nur so kann Neues entstehen, im Inneren fruchtbar werden und auch eine Anziehungskraft nach außen. Und das, wie gesagt, ich erlebe auch bis hin zu Bischöfen, wie sie ja, so mutiger werden oder offener werden oder mehr ihre eigentlichen Lebenserfahrungen einbringen. Und sagen, wir können nicht einfach so weitermachen wie geschieden und wieder verheiratet, weil es ein beachtlicher Teil zum durchaus im eigenen Verwandtschaftsbereich oder Familienbereich erlebt und ähnliche Dinge mehr. Und die anderen heute, die vor allem aus Angst festhalten wollen. Da polarisiert sich gegenwärtig einiges. Und deswegen sind die nächsten Monate sicher ganz wichtig, der Verlauf und die Situation nach der Familiensynode ist möglicherweise eine ganz wichtige Phase auch für das ganze Pontifikat Franziskus.